Wir verzichten völlig auf Getriebe, auf Differentialgetriebe und packen den Motor, den Antrieb direkt in das Rad des Fahrzeuges. Wir ersparen den Menschen in den Städten durch dieses System 90% an Lärmbelästigung und auch 90% an Umweltbelastung. Linienbusse sind wichtige und sichere Verkehrsmittel. Und sie sind umweltfreundlich. Aber sie fahren mit Dieselmotoren, daher sind sie laut und stoßen viele Abgase aus. Ziel Abeck aus dem fränkischen Künzelsau hat hierfür eine Lösung entwickelt. Die Firma baut seit Jahren Motoren für Ventilatoren und Aufzüge. Ihre Expertise bei Elektromotoren floss nun in dieses Projekt. Ein kompletter Antrieb für einen Bus, direkt in die Felge eingebaut. Das spart Platz und Gewicht und erhöht die Effizienz. Dadurch, dass Getriebe und alle diese Komponenten, die schlechte Wirkungsgrade haben, wegfallen, wird die Effizienz wesentlich besser und der Elektroantrieb an sich ist wesentlich leiser als jeder Dieselantrieb und die damit verbundenen Komponenten. Der Pilotbetrieb ist bereits abgeschlossen. Zwei Bushersteller verbauen den Antrieb in Serie. In Rotterdam und Apeldoorn fahren die Busse mit Ziel Abecks Radnabenmotoren bereits im Linienbetrieb. Es ist unbeschreiblich, wenn Sie da mitfahren. Man hört keine Geräusche mehr und plötzlich sind Dinge am Bus laut, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat, wie völlig unwichtige Nebenaggregate, die jetzt plötzlich im Vordergrund sind mit ihrem Geräusch. Leise Busse, völlig ohne lokale Emissionen. Leichter, weniger anfällig und mit mehr Platz im Innenraum. Die Zukunft eines besseren öffentlichen Personennahverkehrs beginnt bei Ziel Abeck. Wir haben diesen Preis verdient, weil wir nicht nur technologisch einen ganz großen Schritt gemacht haben mit dieser Technologie, sondern weil wir auch den Menschen für mehr Zufriedenheit in den Städten verhelfen wollen und können mit dieser Technologie.